Hallo, liebe Facebook-Freundinnen und Freunde vom DRK Sachsen. Wir sind heute in der wunderschönen Elbtal-Weinstadt Radebeul gelandet. Genauer gesagt im DRK Kreisverband Dresden-Land in unserer Geschäftsstelle. Und hier hat auch der Katastrophenschutzeinsatzzug Radebeul sein Zuhause. Aber auch die Bereitschaft mit ihrem Kriseninterventionsteam, mit ihrer Personenauskunftsstelle und unser Fahrdienst für den leitenden Notarzt. Wir haben heute unseren Wahlkreisabgeordneten, den Landtagspräsidenten Dr. Matthias Rösler, zu uns eingeladen. Denn diese Woche wird im Innenausschuss des Landtages ein neues Gesetz zum Brandschutzrettungsdienst und Katastrophenschutz diskutiert. An sich eine feine Sache, nur leider sind überhaupt keine Themen aus dem Katastrophenschutz mit dabei. Und da wir die Initiative Status 6 von Markus Kremser von Herzen unterstützen, haben wir den Landtagspräsidenten zu uns eingeladen, wollen über unsere Bedürfnisse sprechen, über unsere Bedarfe, über unsere Wünsche an ein neues Gesetz und ja, wollen miteinander ins Gespräch kommen, was das Ehrenamt im Deutschen Roten Kreuz und in anderen Hilfsorganisationen umtreibt. Hallo, mein Name ist Florian Wiering, ich bin katholischer Notfallseelsorger im Team mit dem DRK Dresden-Land und der Diakonie Riesa-Großenhain für den Landkreis Meißen zuständig. Mein letzter Einsatz war recht dramatisch, ein kleiner Junge, der von einem Nachbarn überfahren wurde. Meine Aufgabe war es dort, die Eltern zu betreuen. Einigermaßen schwierig, hat auch mehrere Stunden gedauert. Diese Einsätze finden auch in der Woche statt. Hier ist es notwendig, dass wir auch, ähnlich wie die Feuerwehr, eine Freistellung kriegen könnten, damit auch in der Woche für solche schwierigen Fälle Einsatzkräfte zur Verfügung stehen können. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Dr. Rösler, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt sind und unsere Anregungen und Hinweise in den Landtag mitnehmen, um unsere Bitten noch mit einzubringen in die neue Gesetzgebung. Sagen Sie berechtigte Forderung. Oder berechtigte Forderung, jawohl. So kann man sagen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Rösler.